Sehr geehrter Herr Minister Bienenkämpfer, sehr geehrter Herr Simons von Bockum-Dolz, sehr geehrter Dr. Hartzenetter, sehr geehrter Herr Kamann, verehrte Preisträger, liebe Ratsvertreter, ja, liebe Gäste, meine Damen und Herren der Medien. Vielen Dank erstmal an die beiden Musiker, das war schon mal nett. Als Bürgermeister darf man ja schon mal etwas stolz sein, sein eigenes Ex ausmachen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Verleihung des Westfälisch-Lippischen Preises für Denkmalspflege hier im Adolf-Grimm-Institut. Ich freue mich sehr, als Bürgermeister auch nachher eine Auszeichnung selbst entgegennehmen zu dürfen für die Sanierung dieses Hauses. Noch mehr freue ich mich darüber, sehr geehrter Herr Minister, dass Sie als Ort für diese heutige wichtige Feierstunde unsere Stadt Marl gewählt haben. Ich kann Ihnen versichern, Marl ist immer eine gute Wahl und immer ein Besuch wert. Die Auszeichnung ist auch deshalb für uns eine besondere Freude und Anerkennung, da unsere Stadt eine recht junge Stadt ist. Wir feiern 2011 erst den 75. Geburtstag und im Vergleich zu historisch gewachsenen Städten haben wir natürlich nicht so viele schöne alte Baudenkmäler. Aber bei uns in Marl entstanden in den 50er und 60er Jahren eine beachtliche Anzahl architektonisch innovativer Gebäude, die Schlagzeilen machten. Ich darf aufzählen. Unser Rathaus, das von den ehemaligen niederländischen Stararchitekten Van den Broek und Backema entworfen wurde. Eine Hauptschule, die nach den Plänen des bedeutenden deutschen Architekten Hans Scharoun errichtet wurde. Die Hügelhäuser des Architektenteams Frey und Schröder. Die Paracelsus-Klinik von Hedebrand und Schlemm, die zu ihrer Zeit als das modernste Krankenhaus Europas galt. Und das Gebäude, in dem wir heute hier zusammengekommen sind und das seine eigene ganz besondere Geschichte hat. Das Gebäude entstand nach einem Entwurf des Architekten Dr. Günther Marschall im Jahre 1955 für unsere Volkshochschule, kurz die Insel genannt. Es war der erste Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt, der ausschließlich für die Erwachsenenbildung entstand. Sehr wegweisend. Hier konnte unsere Volkshochschule Bibliothek, Seminare und Kurse konzentriert unter einem Dach anbieten. Konzept und Gebäude waren offenbar so wegweisend, dass es sich unser damaliger Bundespräsident Theodor Heuss nicht nehmen ließ, dieses Haus selbst zu besichtigen. Als das Gebäude den Bedürfnissen der Volkshochschule räumlich nicht mehr gerecht werden konnte, fand das Adolf-Grimm-Institut hier seine Heimat. Das Adolf-Grimm-Institut wurde 1973 infolge der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Medien an unserer Volkshochschule als Medieninstitut des Deutschen Volkshochschulverbandes gegründet und übernahm unter anderem die Ausrichtung und Verleihung des noch heute so wichtigen Adolf-Grimme-Preises für Qualitätsfernsehen. Das Adolf-Grimme-Institut und der Adolf-Grimme-Preis sind heute unverzichtbare Imageträger unserer Stadt und kulturelle Leuchttürme unserer Region. Um mit der Fußballersprache zu sprechen, wahre Champions League. Das Grimme-Institut zählt heute zum kleinen Kreis renommierter Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen in Europa, die sich mit Fragen der Medienpolitik und Kommunikationskultur befassen. Künftig werden auch die Aktivitäten des Europäischen Zentrums für Medienkompetenz, ein weiteres wichtiges Medieninstitut in unserer Stadt, unter dem Grimme-Dach zusammengeführt. Damit wird die Marke Grimme zusätzlich an Bedeutung und Ansehen gewinnen. In diesem Zusammenhang bin ich der Landesregierung, sehr geehrter Herr Minister, sehr dankbar, dass sie im Rahmen dieser Zusammenführung als Gesellschafter mit eingestiegen ist. Meine Damen und Herren, angesichts der innovativen Arbeit, die das AG hier im Marl leistet, wird klar, dass auch die Sanierung dieses denkmalgeschützten Hauses in die Sanierung innovativer Ideen einfließen muss. Es sollte eine funktionale Arbeitsstätte entstehen mit einer modernen Architektur, die den Geist der hier geleisteten Arbeit atmet, den Geist von Transparenz und Kritik. Sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren, ich freue mich für Marl und ebenso für das Adolf-Grimme-Institut, wenn uns dies hier in besonderer Weise gelungen ist und wir hierfür auch noch ausgezeichnet werden. Dafür möchte ich an dieser Stelle dem Komitee Preis für Denkmalspflege Westfalen-Lippe und seinem Sprecher, Herrn Albert Simons von Bockum-Dolz, ganz herzlich danken. Vom französischen Historiker Pierre Gatzot stammt die Aussage, Denkmäler sind die Lesezeichen der Geschichte. Meine Damen und Herren, es ist unsere gemeinsame Aufgabe,
unsere Geschichte lesbar zu machen und unser Baugrund, unser baukulturelles Erbe für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Als Bürgermeister kann und will ich allerdings nicht verhehlen, dass die Erhaltung und die dauerhafte Nutzung der baulichen Zeugnisse für uns als Kommunen, gerade in unserer Region, eine riesige Herausforderung ist, vor allem wenn die Gebäude sanierungsbedürftig sind. Die dafür erforderlichen Kosten können viele Kommunen, darunter leider auch Mahl, angesichts der prekären Haushaltslage mit eigener Kraft kaum noch stemmen. Bei uns vor Ort geht es oftmals um die bloße Existenzsicherung. Ich bin daher außerordentlich dankbar, dass es uns mit Unterstützung der Landesregierung gelungen ist, die finanziellen Voraussetzungen für die dringend notwendige Sanierung unserer Scharunschule zu vereinbaren. Aber auch für die Vollendung der Projekte Stadt und Bau West in der sozialen Stadt, der Minister Wienekämper, benötigen wir die Hilfe Ihres Hauses und der Landesregierung. Sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen, ich wünsche Ihnen eine anregende Preisverleihung und noch einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt. Falls Sie auf die Schnelle für die Veranstaltung danach noch einen Veranstaltungstipp benötigen, ich kann Ihnen unser Skulpturmuseum Glaskasten ebenfalls schenken, sehr ans Herzen legen, sehr ans Herz legen. Dort läuft derzeit die Ausstellung Container 2009 des bekannten Gegenwartskünstlers Mick Ennepa. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Glück auf.